Ich so ins Gesicht. Jetzt schau mal, was sich mir, was ist mit dir auf sich hat. War zu dicht dran. What the fuck? Was geht mit der? Oh, ich sag nicht, das ist so eine, wo ich das Dingszeichen einsetzen muss. Ja, ist sie. Jo. Ich brauch dazu Erden. Und da muss ich sie hier reinlocken, wenn ich sie wieder hab. Weil da kann man dann die nur hier plagen. Ich glaube, so ladet sich das nicht auf. Weil er zu dicht dran ist oder was. Da ist eine schöne magische Falle. Komm mal her. Schnuckeputz. Ah, es ist mehr oder weniger reingegangen. Oh shit, was ist denn das für ein Vieh? Da drin konnte ich sie gerade schlagen. Oh, okay. Aber versuch sie mal, versuch, spar mal auf den neuen magischen Fall und versuch sie dann besser zu placen. Ist ja sowas wie ein Zwischenboss. Sehr schön. Oh! Sie ist geflohen. Aber morgen kommt sie wieder. Etwas hält sie hier. Yeah. Okay, morgen kommt sie wieder, sprich wir warten einen Tag. Speichern. Finde das ich cool. Sowieso. Das ist auch einfach eins nach links gehen können, oder? Nein. Hätte ich nicht können. Hey Bitch. What up, Bitch? Komm, Scheiß, mein Ziel. Jetzt ist schon wieder da. Der heute. Die Mittagserscheinung war in der Nähe des Brunnens. Wow, ist jetzt wieder voll Leben. Ja, komm, was hat's erwartet? Ist jetzt nicht gerade stark. Sie ist geflohen. Aber morgen kommt sie wieder. Etwas hält okay. Sie. Okay. Lies den Eintrag über Mittagserscheinung im Bestarium. Bestiarum? Was ist ein Bestiarum? Wo ist das Bestiarum? Was ist ein Bestiarum? Schau mal, loot, versuch mal hier was zu looten einfach. Handgeld den Aushang eines gewissen Orden. War ein bisschen bösen spucken. Ich weiß trotzdem nicht, was das heißt. Aber ist das nicht. Brauche ich Map? Ist das irgendwo markiert? Nee. Was ist. Ich bin einfach zu dämlich. Was ist denn das? Zeig mal die ganze Weltmap her. Bestiarium! Ah. Da war ich. Geh mal dorthin zu Mittagserscheinungen, wird sicher irgendwo. Löst du oder? Ja, okay. Mittagserscheinungen. Entgegen der allgemeinen Annahme unterbrechen die Bauern ihre Arbeit am Mittag nicht, um Schutz vor der Sonne zu suchen, sondern um den Mittagserscheinungen aus dem Weg zu gehen. Ja, der Typ hat das gesagt, an besonders heißen Sommertagen, wenn die Sonne ihr Zenit erreicht hat, tauchen bisweilen Erscheinungen auf, die sonnenverbrannte Frauen in langen weißen Gewändern ähnlich sehen. Hierbei handelt es sich um sogenannte Mittagserscheinungen, die Geister junger Frauen und Mädchen, die kurz vor ihrer Hochzeit eines grausamen Todes gestorben sind. Verrückt vor Schmerzen oder Wut streifen sie durch die Felder und suchen nach ihren untreuen Geliebten oder verräterischen Rivalinnen und töten dabei jeden, der nicht rechtzeitig aus dem Weg geht. Häufig sind sie durch einen Gegenstand von großer emotionaler Bedeutung an diese Welt gebunden. Aus diesem Grund sollte jeder, der mitten auf dem Feld einen Ehering oder zerrissenen Schleier findet, diese Gegenstände nicht aufheben, sondern so schnell wie möglich das weiter. Sie ist da. Und hässlich zugleich. Ich bin nicht da. Und er ist nicht da. Er ist nicht da. Beweg dich. Passt. Wir machen die Quest. Warte, ich hab's gleich. Wildes Herz. Wir sprechen jetzt mit dem Jäger namens... Mach langsam.
dem Pfosten da drüben vor Vorhang redet. Wir haben nämlich Feuer wieder ein bisschen was vorbereitet und ein paar Quests, die wir warten können. Ist geil, dass man auch so. Oh, da ist wirklich so ein Ups. Was ist das? Eine Behinderung. Motorhaut. Das kannst du kenn ich noch nicht, aber es ist Level 6, ist ein bisschen Mann. Stärker, also kann ich da mal. Ne? Wieso hat das so eine spezielle Lebensleiste? Weil nicht, weil OP oder so irgendwas. Das Viech von der letzten Folge hatte ja auch eine spezielle. Wow, weil das explodieren kann, deswegen. Wow. Deswegen, ich kenne das Typ. Da hätte ich noch irgendeine Ranzviech an. Pferd ist irgendwie weg, also. Ja, okay. Deine ist deswegen schon schnell down gegangen, weil die Wildhunde halt schwach sind. Tja. Erstmal fett looten. Ja, loot. Sieht also genius, dass man das reidige Fleisch von diesen krautligen Viechern essen kann. Ja. Wenigstens von dem kann man kein Fleisch nehmen. Das wäre irgendwie ranzig. Ja, so. Da müssen wir her. Was ist das? Das schaut gesund aus. Ich finde, die verbrennen die Leichen, die in den Krieg auf Schlachtfeld liegen. Okay, ja, da liegen Leichen. Nein, das wollte ich nicht machen. Okay. So viel dazu. Ich mach das nicht einfach gleich. So random nebenbei. Stimmt eh. Aber es ist zu dunkel, obwohl für ein Feuer ist es recht schön. Das soll ich ja nicht umsonst verbrennen, denke ich. Gut. Ja. Eine Prise Igni. Eine Prise Igni. Von mir aus? Ich burne gerade auch irgendwie. Ach nein, das schaut nur so aus. Achso, ja. Na dann. zwar brennen die Flammen nicht zum Himmel hoch, weil das wollte er sagt, der uns die Quest gegeben hat, aber. Kann das überhaupt funktionieren? Eins von drei, der nächste ist dann wieder woanders. Ja, dann haben wir halt eins schon mal. Ja, aber den Rest mach später, weil ich will jetzt das jetzt. Achso, also, ja. Meditation. Das ging jetzt wahrscheinlich. Achso, aufwachen und beim Pferd die Fresse kriegen. Aber die machen ziemlich wenig Schaden. Sind ja auch scheiße. Wie doch so schwierige Gegner. Ja. Geil! Screenshot! Screenshot, geil! Kommst du bitte cool, her? Kommst du bitte her? Nein. Ich mag die. War klar. Blünze. Ach, nee. Wirklich für einen Typen. Von einem Typen, der jetzt schon, glaube ich, seit 50 Jahren wilde Monster tötet, hätte ich nicht erwartet, dass er sein Pferd plötzlich nimmt. Das klingt so vernichtend. Kawaii! Oh, kawaii! Ja, so kawaii. Plötze. Plötze, es heißt Plötze. Egal, ich kann den Namen nicht. Du kannst den Namen nicht, aber du kennst ihn. Ich find schon wieder neue Mission da. Passt. Da gibt's alles ständig. Sehr gut durchgelesen. So, sehr gut. Was? Das heißt, wir müssen jetzt in. Ja. Wir haben Zettel und ich glaube, man muss sie verbrennen. Stimmt, genau das ist die Mission, was wir jetzt. Ja. Obwohl das 6 Missionen waren, aber. Mhm. 6 Missionen, also 6 mal verbrennen. Ja, genau. So. So innovativ. Exorzismus, das machen wir. Ja, Zettel-Exorzismus. Ja. Das schaut so geil aus. Ja, also was ist das für ein Spruch? Naja. Die hängen irgendeine Typen da drin auf oder so. Gibt eigentlich bloß sich nichts tun. Was ist das für eine Stadt da vorne? Ist das. Jo, kein Plan. Oh, toller Name. Ich wundere doch. Ah ja, stimmt. Jo, kein Plan. Läuft richtig. Finde ich schön. Tut er nicht immer. Yo, was passiert so viel? Joe? Scheiße, wo ist das? Und überall hey, cool. Ja. Sind aber abhängig. Ich möchte sie kuscheln. Was? Du möchtest sie kuscheln? Ein paar Leichen. Gibt es auch so. Hundeblut! Alle auspeitschen!
Die Goschen. Sweet, die tust du schon wieder. Erbarm dich, ah, die kenne ich. Frau. Okay, wenn ich atmen bitte. Hilf einem alten, schwachen Weib. Was ist los? Neulich Nacht haben Frevler, die Pocken sollen sie holen, den Schrein von Werner der Gnadenreichen entweiht. Er muss in Ordnung gebracht werden, sonst wird Werner zürnen. Sie wird unsere Kühe kurzatmig, unsere Kinder warzig und unsere Hunde räudig machen. Sind sie eh schon. Ganz nur so viel, so das klingt gefährlich. Gut, lass mich helfen. Passt. Nehmen wir das Teil auf. Anzünden! Ist das anzünden! Ohne Scheiß, ist das jetzt die Quest? Ja, das ist die Quest. Also. Wie reitig ist denn die? Wart's ab. Fertig. Die guten Götter haben dich gesandt, damit du von heute an die Schreine reparierst. Alle. Alle? Ich hab schon einen Beruf. Ich bin Hexer. Alte Holzbauten am Straßenrand sind nicht meine Spezialität. Hexer kämpfen gegen das Böse. Und die Vandalen sind schlimmer als Monster. Ja, genau. Und wessen Holzpflock umgeworfen? Also deine Gesichtshautkrankheit ist auch schlimm. Alle Schreine, an denen ich vorbeikomme. Ihre Hässlichkeit ist schlimm. Ich aber keine. In dieser Gegend ich weiß, gibt es keine Umwege. Ist nur deutlich. Die Götter werden dich leiten. Götter werden dich leiten. Oha, 9 Erfahrungspunkte. 9 Erfahrungen, krass, Alter. 9 Erfahrungen. Boah. Scheiße. Ich glaube, das ist viel. Ist zu viel, Alter. Boah. Ja, das ist so viel. Ich muss gerade eine Wache niederrennen. Was ich will nicht. Händler? Mach langsam. Ich brauch nur einen Schwung. Wieso zeigt man das, dass ich da so eine Runde um uns Haus gehen muss, weil ich nicht gleich daher gehen kann? Meister Hexer, weil du eine Behinderung bist und nicht in die Vorstellung gehen sollst. Ah, da ist es dann. Oh, die ganzen Leute spielen labern so die ganze Zeit. Die Mission ist geil. Ich suche einen Jäger namens Nielen. Er steht vor dir. Was willst du? Du bist hässlich. Ich bin wegen deiner Nachricht da. Ich bin Hexer. Wann hast du deine Frau zuletzt gesehen? Vor 5 Tagen, vor Tagesanbruch. Bin zum Jagen. Sie hat noch geschlafen. Als ich zurückkam, war sie verschwunden. Ist dir was Seltsames aufgefallen? Ihr Verhalten vielleicht? Nein. Sie war fröhlich und glücklich, wie immer. Sie ist nicht weggelaufen, wenn es dir darum geht. Vielleicht ist sie ins Nachbardorf gegangen und hat vergessen, es dir zu sagen. Nein, meine Schwester war noch nie so lange weg. Habt ihr nach ihr gesucht? Wir haben im Dorf gefragt. Keiner hat sie gesehen. Sie muss los sein, als alle geschlafen haben. Ich habe ihr immer wieder gesagt, sie soll nicht alleine gehen. Sie hat nie auf mich gehört. Ich habe mit einigen Männern den Wald durchsucht. Nichts. Na gut. Ich werde im Wald suchen. Vielleicht habt ihr ja etwas übersehen. Ich frage auch herum. Hat sie Freunde? Hanna bleibt meist für sich. Manchmal passt sie auf die Kinder vom Schmied auf. Und im Dorf mochte sie Glenna, die Frau des Schlachters, am meisten. Danke. Ich versuche sie zu finden. Kann aber nichts versprechen. Oh, einfach so richtig krass drauf. Fühlt sich Kopfgeld so hinzugefügt. So fühlt sich also mal da. Willkommen dann zur dritten...